Oh shit, CNDC ist mit einer neuen Folge wieder drin, sagst du? Verdammte Scheiße, Mann! Sorry, Alter, kein Front an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Aber irgendwie nicht mehr so entertained wie früher, Freunde, oder was sagt ihr? Ich glaube, CNDC sollte sich darauf konzentrieren. Ich bin der Highest im Club. Ich stell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club. Oh shit, CNDC ist mit einer neuen Folge wieder drin, sagst du? CNDC, Manuelsen und PA Sports werden abgezockt. Yes, Freunde, jetzt ziehen wir uns CNDC rein. So, das obligatorische Zewa-Tuch zum Abtumpfen, weil wir uns ja jetzt Manuelsen reinziehen. Muss natürlich am Start sein. Und ein gemütliches Wässerchen auch. So, wir gehen rein. Ich bin gespannt, Bro. Jetzt schon länger keine Folge mehr. Apropos, ich sehe es gerade. Hier an der Seite wird mir angezeigt, Van-Vlog mit Justine. Jemmo, wenn du einmal so lieb bist, kannst du ja mal den Vlog einmal in den Chat reinhauen, den ich heute hochgeladen habe. Ja? Bin gespannt. Abonniert das Ding und aktiviert auch die Glocke. Geil. Servus, was geht ab, Leute? Alles klar oder was? Was ist das? Was ist das, Bruder? Was machst du hier, Ollen? Was machst du hier, du? Alle, jetzt ab, mein Bester, Alter. Damit verdient er seine Patelan. Was ist los mit den Leuten, ja? Warum macht ihr das, Alter? Warum gönnt ihr nicht einfach mal? Oder wollt ihr wieder, dass wir... Ja, gönnt mir doch mal was. Soll ich Drogen verkaufen oder was? Ich will Geld verdienen. Kann sein, dass es eine Verarschung ist. Heute mal nicht. Das sagt mir, dass das ganze Ding sehr schwammig ist. Warum ist SpongeBob ein Schwamm, Alter? Hä? Hast du mal daran gedacht? Warum ist SpongeBob ein Schwamm? Ich liebe Manuelsen, Digga. Ich schwöre dir. Der ist einfach... Der ist so ein ultimativer Charakter. Den kannst du als Figur hier in Comics ist der krass. Wenn der Sachen vorliest, seine Stimme alleine ist krass. Der als Person ist krass. Also, der kann so viel machen eigentlich, ne? Schauspieler, der wäre eigentlich auch voll der heftige Schauspieler, glaube ich. Ist ein Schwamm. Warum ist SpongeBob ein Schwamm, Bruder? Weil die Kinder wie Schwämme sind, Alter. Im Hintergrund einfach Sinditch, na Mann. Wer hat das nochmal gesagt? Mois, glaube ich, ne? Oder so. Oder PA. Rede, kurzer Sinn. Ich bin nicht so einer, mit dem du sowas machen kannst. Sind wir Keks oder was? 100%. Mit der Zeit erkennt man das, mein Bester. Ey, Digga, hast du Bock, Mock und so, ja, nee. Lass mich in Ruhe, Land. Warum nicht, Bruder? Da gehört noch eine gewisse Smartness dazu. Komm, wir machen mit. Smartness in, man. Geld? Hier, auf meine Eier geht das bereit. Ja, pass mal auf jetzt. Ja, da ist der. Weil ich bin ja kein Trottel. Das ist erstens... Facecam. Oh shit, man. Das Ding hier rüber. Ich küsse dein Herz. Stuff. Sorry auf jeden Fall. Auch wenn ich das auf YouTube hochlade, Digga, ihr brauchst nicht in die Kommentare reinzuschreiben. Ich weiß doch gar nicht. Das ist eine Verarschung. Ja, ich könnte es aber auch sein lassen. Aber? Da lag meine Eier. Steff. Das darf doch nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Ey, das darf nicht wahr sein, ja. Okay, Bro. Das darf nicht wahr sein. Warum klopft er darauf rum? Was ist los mit dem Typen, Mann? Das ergibt in meinem Kopf einfach keinen Sinn. Ich hab mich blamiert. Wallah, ich hab mich blamiert. Ich bin dumm. Wallah, dumm. Also, was mach ich jetzt? Scheiße, was soll ich machen? Was soll das? Sorry, Alter, kein Front an der Stelle, aber irgendwie nicht mehr so entertained wie früher, Freunde, oder was sagt ihr? War mal krasser, oder? Wie kann er da nicht aufgelistet sein? Wie geht das? Also, links, rechts, rechts, links, ging eh nicht. Dann geht das nur so. Es geht nicht, es ging nicht. Ich konnte es nicht.
Setz dich hin, sei leise, ich mach das jetzt. So, das Ding ist, ich glaube, Cindy C. Sollte sich darauf konzentrieren, Stories nachzuerzählen, Digga. Nicht irgendwas einfach zu machen, sondern irgendwelche Stories, die wirklich passiert sind. Weil da kommt dann der Lustigkeitsfaktor. Zum Beispiel Beef zwischen Manuel und PA, Digga. Das konnte er auch voll ausschlachten in voll vielen Folgen. So, weißt du, wie ich meine? Gerichtstermin. So, obwohl die Knastfolge war auch lustig. Aber ich glaube, es ist geiler, wenn er so echte Sachen nachspielt. So. Oder wenigstens angehaucht echt und dann irgendwie einfach ein bisschen noch übertreibt einfach so, weißt du? Korrekt, Bruder. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht. Verdammte Scheiße, Mann! Die spielen schon zu lang da an dem Ding rum. Es hätte ein, zwei Runden hätte gereicht. Guck mal, das ist so peinlich, ne? Und wie fühlt sich das an? Das ist stressig, Alter. Das ist stressig. Das ist unfassbar stressig, weil du... Ja. Viele haben diese Probleme. Ich will nur sagen... Ah, ich muss mal eine Story machen, dass ich live bin gerade. Ei. Ich habe die Spielregeln nicht gemacht. Servus, mein Bester. Jetzt komm mal kurz. Komm noch mal kurz. Alter, was ist denn hier los? Digga, es ist Money Time, Alter. Und das feiere ich auf jeden Fall. Ey, Digga, hast du Bock, Mock und so, ja, nee. Nee, Digga, hast du Bock, Mock und so, ja, nee. Du bist, Bruder. Und ich denke mal, dass ich das ganz gut gemacht habe. Gangsterland. Lass mich hier nicht behindert werden, ja. Ich küsse dein Herz, Pam, ja. Wallah, bitte, ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese Doppelmoral nicht. Ich verstehe das alles nicht, Mann. Ich rall das nicht. Ich kapiere das nicht. Ich möchte das gerne verstehen. Ich möchte das gerne verstehen. Das ist eh so eine doppelmoralistische Scheiße, dass ich das gar nicht mehr ernst nehmen kann. Es ist ein Witz. Das ist ein verfickter Zinker, Bastard. Ja. Ich merke es sofort. Nee, alle, manche verstehen es, manche nicht. You wanna ziehen, mitziehen oder nicht mitziehen? Es macht keinen Spaß mehr. Es macht keinen Spaß mehr. Man muss ja Eier haben. Okay. 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 Hauptsache, ich lebe, wie meine Eier mir sagen, dass ich leben soll. Auf meine Eier, auf meine Eier. Oh, Bruder, ja. Lass mal sein, ja. Lass doch sein, ja. Amenaro im Land, was hast du gemacht? Alter, Digga. Wen verarschst du? So, weißt du, was ich meine? Du kannst vielleicht vor der Kamera die Leute verarschen, die dir zugucken und dir den Film abkaufen, aber du guckst doch morgens in den Spiegel, Alter. Freie Marktwirtschaft nennt man das, ne? Sauber auf die Hand. Trick. Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Shirin David und ich habe heute ein... Tachchen. So gute Frau, ne? Gehen Sie mal. Ihr versucht mich wieder jedes Mal als Hurensohn darzustellen und Girl, der bin ich einfach nicht. Und wer bist du? Mein Name ist Shirin David. So, du Hurensohn. Boah. Gibt's auf jeden Fall ein Like, weil wir drauf reagiert haben, aber Hand aufs Herz. So, ich muss ja ehrlich sein hier an der Stelle. Ich bin immer ehrlich, wisst ihr, ja? Hat mich jetzt nicht so krass entertained. Also Iraj war auf jeden Fall Levels. Das waren auf jeden Fall Levels, so. Kannst du nicht vergleichen, Bro. Sag ich dir ehrlich. Das waren auf jeden Fall Levels, Bruder. War deutlich lustiger. Natürlich kommt's auch aus dem Real Life und deswegen ist es auch eine andere Nummer, so. Ja, Digga, oder was sagt ihr, Freunde?